Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Ja, ich muss das nochmal nachsynchronisieren, weil ich das Mikrofon aus hatte. Und ja, wir werden einfach mal gucken, was so passieren wird. So, wo muss ich jetzt hin? Ah, ich muss da runter. Okay, dann fliegen wir. Oder gleiten wir. Wir gleiten. Oh mein Gott. Was ist das? Was haben wir dort? Band abspielen. Natürlich wollen wir das. Was passiert? Hier ist niemand. Okay. Wie fühlen Sie sich, Baines? Wenn Sie auf den Steinen stehen, über die das Blut Ihrer Eltern floss, fühlen Sie Trauer? Fühlen Sie Wut? Oder hilft Ihnen die Verkleidung, Ihre Gefühle zu verstecken? Ihr wahres Ich. Oh, Sie sind ein besonderes Studienobjekt. Ich freue mich darauf, Ihren Willen zu erreichen. Der war fies, Hugo. Der war richtig fies, Hugo. Wir wissen ja alle, dass die Eltern von Batman erschossen worden sind, als sie das Theater, glaube ich, verlassen haben. Von, ja gut, aus dem ersten Teil war es, glaube ich, Jack Napier oder Napier, der dann zum Joker wurde. Und der Spruch war natürlich geil, den er damals abgelassen hatte. Was mache ich denn da? Ach so, ja. Wahrscheinlich war mir das ein bisschen zu laut. Genau. Schon mal im blassen Mondlicht mit dem Teufel getanzt? Das sage ich immer zu meinen Opfern, meinte der. Ja. So, und dann schwingen wir uns mal nach oben, würde ich sagen. Mhm. Genau. Und nochmal. Die Außenmauer ist für jeden Insassen von Arkham City absolutes Sperrgebiet. Ach ja, ich bin aber kein Insasse, ich bin Batman. So, dann gucken wir mal, dann schwingen wir mal hier rüber. Was haben wir hier? Nichts. Aha, eine Joker. Nee, Quatsch, eine Riddler-Rätselfalle. Doch, das ist ein Problem für Batman, darum hau ich auch wieder ab. Ich wurde Bruce Wayne nach Arkham City gebracht. Oh, wäre ich nur 5 Minuten mit diesem reichen Bastard allein. Tja, das können wir ja gerne mal unter 4 Augen klären. Wenn du dich das traust. Was ist das denn? Ach, da sind die Typen. Ah, sind ein bisschen zu weit weg, oder? Ja, guck mal, wohin musst du denn? Oh mein Gott, was für ein Profi. So. Dann darüber. Schwingelinge Ding. Und dort runter müssen wir. Aber ich glaube, wir erledigen diese Batman Typen jetzt erstmal. Bam! Knockout. Vorsicht! Batman ist hier! Jawohl! Bam! Zeig, was du kannst! Na los, kommt her! Komm! Da wird gekämpft! Ja, und zwar... Ey! Was soll das? Nimm dieses! Und du... Und du das hier! Lass den Knüppel liegen! Und du stehst wieder auf, leg dich wieder hin und du auch. Na komm. Bam. Bam. Heute Nacht wirst du sterben. Nichts da. Ausgekontert. Und K.O. Knockdown. Und jetzt bist du da. Und K.O. Ballons. Hol ich die oder hol ich die nicht? Na, er holt sie. Und jetzt trifft er wahrscheinlich nicht. Doch, er hat getroffen. Gut, dann wollen wir weiter. Na nö, auf die kleine Laterne. Okay. Und wieder hoch. Dann holen wir uns diese Ballons auch. Ja, die sind nicht anvisiert. Oh, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Vollprofi. Zack. Mal zum Mitschreiben. Batman hat Freeze vor Pinguin gerettet. Arbeiten die zusammen? Nein, Batman hat mit Freeze nichts am Hut. Aber er hat Pinguin ausgeschaltet, um Freeze zu kriegen. Hat Freeze nicht für Joker gearbeitet? Bin mir da eigentlich sicher. Ich glaube, der Kühlschrank sollte dafür sorgen, dass Joker gesund wird.
Wirklich? Seit wann braucht Jay denn die Hilfe anderer Leute? Vermutlich ist er kurz davor zu verrecken. Mann, wie verwirrend. Lasst uns einfach jeden abknallen, der kommt. Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Guter Plan. Ich habe so ein dunkles Gefühl, als ob dort unten noch was im Bild drin ist, was ich natürlich nicht hoffe. Und wenn ja, es tut mir leid. Also, nähern Sie sich nicht der Mauer. Wie gesagt, ich mache das noch nicht so lange. Mit äußerster Härte reagiert. So, die Typen haben Waffen. Strange spielt allen an der Birne rum. Er muss was mit dem Kopf vom alten Sharpie angestellt haben. Ja, besser als eine Birne, als eine Nüsse. Ne, also, das wollen wir mal klarstellen. Oh, was ist das denn da oben? Was Rotes. Ja. Feiglinge. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Mhm. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Bane ist irgendwo in diesem Drecksloch von Stadt. Bane ist auch noch da. Okay, jawohl. Guck mal, wie ich da dran vorbeifliege. Oh, Mann. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Sag an, Oracle. Sag an. Und wieder hoch. So. Und nochmal höher. Da wollte ich wahrscheinlich nicht hin. Genau. Und rüber. Ach so. Wir balancieren einfach mal. Mit was für einer Leichtigkeit der Betsy das macht. Also das ist unglaublich. Und schwingelinge Ding. Falsche Richtung. Ist das hier kalt? Wem sagst du das? Erinnerst du dich an einen Winter, der so war? Du weißt schon, jetzt ist abgerutscht. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. So, und nochmal. Zack. 2 von 5. 3 von 5. 4 von 5. Ich mein, findest du das gut? 5 von 5. Kennt ihr noch alle Graf Zahl aus der Sesamstraße? So, und jetzt hoch. Na komm. Ah, jetzt klemmt der. Was machst du da? Erweitertes Realitätstraining online. Ja, natürlich. Dann gehen wir halt irgendwo anders her. Und zwar hier drunter. Doch den Berg runtergehen. Ist doch so dreckig genug. Ich muss hier weg. Ich will irgendwo hin, wo Leute sich nicht wie Fledermäuse oder Clowns verkleiden. Alle Gefangenen werden in regelmäßigen Abständen psychologischen Untersuchungen unterzogen. Ja, ja. Widerstand dagegen wird nicht toleriert. Batman ist im Museum und bestimmt nicht, um sich Fossilien anzusehen. Dann geh doch nach Metropolis. Da wartet ein großer Blauer auf dich. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Okay, dann machen wir dieses ER mal. Okay. Pinguin, das ist mal ein Loser. Für diesen beknackten Zwerg arbeite ich bestimmt nicht. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Ich hasse Wasser. Seit jetzt. Okay, und jetzt wieder hochkommen. Ich habe zu lange mit Irren rumgehangen. Ein Ninja? Okay. Ninja. Man kann ja eigentlich sagen, Batman ist ein Ninja. Eigentlich. Er hat ja diese Ausbildung der Schatten gemacht, meine ich, ne? Von dem Ra's al Ghul, genau. Ja, Batman Begins war sowieso der, also diese... Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Batman-Reihe von dem Nolan war für mich bis jetzt die beste. Bäm! Vollprofi! Macht mir das mal nach. Bestimmt direkt beim ersten Mal schafft ihr das. Erweitertes Realitätstraining online. Mensch, macht mir keine Angst. Ich sorge dafür, dass ihm der Knast um die Ohren fliegt. Na, das will ich sehen, Dr. Cox. Verdammt! Zack. So, da oben ist dieses ER. Das ist ER. Treffer versenkt. Gut. Und jetzt hier hoch. Queens Milliarden bringen ihn hier nicht weiter. Und ob. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Damit bekämpfe ich euch nämlich, ihr Ochsen. Zack. Und runter.
Und voll daneben. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Boah, die Klappe. Ich weiß nicht, habe ich das jetzt nochmal gemacht? Ich, allen Anschein ja. Oh Gott. Hier Schnee. Verdammt, es reicht. Ja, allerdings. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Ich hoffe, das ist das letzte Mal. Und zack. Zack, zack und hochziehen. Hochziehen. Joker stirbt. Ja, ja. Der ist auch schlimmer als der Klaus. Du Vollidiot. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Alter. Das hat man doch gesehen, wo das hingeht. Boah, das kann man sich ja gar nicht mit angucken, ey. Wo? Wo ist Batman? Ach so, ich bin Batman. Haben die mich gesehen? Das gibt's doch gar nicht. Oh Gott. Oh, ein Fragezeichen, oder? Tatsächlich ein Fragezeichen. So. Da gehen wir aber natürlich nicht hin, sondern fahren wieder ins Boot rein, meinte ich. Ne? Also, das wollen wir ja mal klarstellen. Die Fledermaus! Oh, Mann! Und schon wieder nach oben. Boah, das gibt es doch nicht. Jetzt hauen sie wenigstens platt. Oh, komm, zack! Zack, zack, zack! Und du auch nochmal. Entwaffnet. Gut, also... Sobald die eine Knarre haben, wird's schwierig, finde ich. Und ich muss ja auch sagen, ich spiele dieses Spiel auch blind. Ich hatte davon mal höchstens einen LPT gesehen. Und, boah, also... Ich denke mal, hätte ich das einmal durchgezockt, dann würde es, glaube ich, auch ein bisschen anders laufen mit den Waffen. Wüsste ich, wie man so taktisch vorgehen könnte. Aber, boah, es ist nicht einfach, finde ich, wenn man es nicht weiß. Und wie? Ich habe mir die Windeln voll gemacht, Kollege. Es ist mir egal, wo du bist. Eines Tages finde ich... So, hier bin ich. Was nun? Na los, Klingenmann. Aua, aua. Hat dir deine Mama erlaubt, mit einem Messer zu spielen? Ja, jetzt mache ich mal die Mama-Witze. Hm, ist nicht lustig, ne? Lass das liegen. Und du, und du, und du, und du, und du, und du. Und ey! Du bist gleich dran. Ich muss dich noch verhören. Lass das Ding liegen. Ach, jetzt habe ich nicht gekontert, so ein Mist. Und Konter. Bam. Und Konter hier in Eier. Alter. Zack und K.O. Und... warte, du bist gleich dran. Du bist der Nachtisch. Knockout. So, wie war das Riddler. Vorhin? Rede. Bitte, bitte tu mir nichts. Ich sag alles. Das wusste ich. K.O. So, 127 Meter. Dann laufen wir mal. Warum bist du da reingegangen? Hallo, Nappets. Warum bist du da reingegangen? Erweitertes Realität. Wenn mich jemand hört, du siehst das doch, du Idiot. Ich hab mich verlaufen. Wo zum Teufel geht's raus? Ja. Batman, er ist hier. Ja, ich bin hinter euch. Ich stehe direkt hinter euch. Oh. Knockout. Oh, komm her. Zack, zack. Und du bist auch nochmal dran. Aua. Nicht schlagen. Komm. Und ausgekontert. Zack. Zack. Batman lebt, die anderen sind erledigt. Batman 2, ihr 0. Und hoch. Leute wie du machen den Boss unglücklich. Sagt wer. Und ich kann es mir echt nicht leisten. Dass Joker unglücklich wird. Joker? Oh nein. Sorry. Tut mir leid. Ist doch nicht dein Problem. Jetzt tu nicht so überrascht. Ha? Und ausgeschaltet. Ganz clever. So, wo ist jetzt das verdammte Telefon? Das hatte ich nämlich gesucht die ganze Zeit. Aha, da oben. Okay. Kaum zu glauben, dass du mich gerettet hast. Ja, was ist jetzt?